Ein Team von Kommissaren soll die Maßnahmen der EU in Sachen Coronavirus koordinieren. Der Risikograd wurde europaweit inzwischen von gemäßigt auf gemäßigt bis hoch angehoben. Man stehe vor einer komplexen Situation, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese erfordere schnelles Handeln und größte Koordinierung auf allen Ebenen und in allen Bereichen, europäisch wie national. Das Team besteht aus den Kommissaren, die für Gesundheit, Verkehr, Krisenmanagement, Grenzen und Wirtschaft zuständig sind. Bislang gibt es in der EU mindestens 2000 Infektionsfälle. Mindestens 38 Menschen starben an dem Virus. Weltweit wurden 89.000 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt bei rund 3000. Unterdessen warnte die OECD vor den wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung. Das globale Wachstum könne um einen halben Prozentpunkt geringer ausfallen. Der Eurozone drohe eine Rezession. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erklärte, Europa werde, wenn nötig, alle politischen Möglichkeiten zur Stützung des Wachstums nutzen. Gegenwärtig gibt es noch rein nationale Maßnahmen, doch sollen diese auf EU-Ebene koordiniert werden, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.